Jo Leute, was geht? Euer Eiskam wird am Start mit einem M2V Gameplay. Und jetzt ist schon wieder eine Zeit her. Ich komme einfach nicht zu einem Video machen, kein Plan warum. Einmal habe ich keine Zeit, dann scherzt mich nicht, dann bin ich unterwegs und ja. Aber jetzt kommt einmal wieder ein Video. Und ja, es ist Gameplay, es ist Hundstage VIP. Am Anfang habe ich nur mit angespielt und dann sind welche nachgekommen. Auf jeden Fall, ich werde jetzt keine vollen 9 Minuten reden wahrscheinlich. Da werde ich wieder was hinten rein tun, in der Muse oder so. Schätze ich heute mal. Und ja. Auf jeden Fall, was eigentlich hat mein Thema? Mein Thema ist eigentlich heute, was war eigentlich, genau, was ihr oder was zockt iOS Gamer? Und ja, was zocke ich eigentlich? Ich zocke eigentlich auf dem Handy Geometry Dash Spiel, dann COC, also Clash of Clans, das wird die meisten von euch werden es eh kennen, Clash of Clans. Da könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob es sagen wird, ich habe mir schon mal überlegt, aber ich weiß nicht, ob das langweilig ist, weil ich bin noch nicht so weit und dann könnte sein, dass das langweilig wird. Ja, weil ich noch nicht so viel machen kann, weil ich noch ein bisschen kleiner bin. Ich bin, jetzt ist zwar die Saison aus, aber ich bin Bronze 2, genau. Bronze 2 und Level 20, glaube ich, oder so. Und ja, ich bin noch nicht lange, eine Woche ungefähr. Und deswegen könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ich es bringen soll oder nicht, sonst lasse ich es gleich. Und ja, das sind die zwei Spiele, dann spiele ich noch, wie heißt das? Zombie Valley, na warte mal, Zombie Valley US, na das heißt nicht so. USA, Zombie Valley, Alter, jetzt reim ich schon daher, was ist denn los, Alter? Ich habe keine Ahnung, wie das Game jetzt heißt. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also, es heißt Zombie Valley und dann USA 2. Das ist ein Koop-Spiel oder du kannst die Story spielen. In Koop ist das ganz witzig immer. Und das spiele ich. Dann spiele ich noch Minigolf. Minigolf. Flappy Golf, genau. Das spiele ich auch gerne in Koop, weil es eigentlich ziemlich lustig ist. Ja, immer schauen, wer schneller dran ist, weil es zählt nicht, wer es. Wer am sch das schnellste Tempo hat, weil wenn man schnell unterwegs ist und man fliegt beim Ziel vorbei, hat man schon fast verkackt und ja. Auf jeden Fall, das spiele ich auch noch. Und was ich dann auch noch spiele, ist Plants vs. Zombie 2. Und ich habe mir da schon überlegt, ob ich da Dings also Let's Play machen soll, aber es ist halt schon so alt jetzt. Das Spiel ist jetzt schon älter. Und jetzt weiß ich nicht, ob ihr Let's Play davon machen soll. Könnt zwar in die Kommentare schreiben, was das vielleicht zeigen wollt, weil ich finde das eigentlich nicht schlecht, das Spiel. Und ja. Dann. Genau, was ich noch sagen wollte, Geometry Dash wird das nächstes Mal wieder folgen. Nächster Part, weil Part 1 hat 140 Aufrufe oder so, echt krass. Und da haben gedacht, da mache ich dann noch einen, weil es so gut angekommen ist. Und ich kann gleich nochmal nachschauen, ich bin ja am PC. Da. What the fuck? Das erste hat 79 und das zweite 184 Aufrufe. Die Logik, Alter. Die Logik, wirklich. Das ist YouTube-Logik, aber naja. Ja, das ist gut angekommen, das werde ich weitermachen noch am Part. Und was ich dann noch spiele, ist MC4 halt, aber das spiele ich jetzt nicht jeden Tag. Also ich spiele nur, wenn ich keine Gameplays mehr habe, dann spiele ich wieder, aber sonst spiele ich das nicht. Deswegen will ich, dass MC5 kommt, Alter, ich will wieder Spiel haben. Ich hoffe, dass das am iPhone 5 geht mit dem Aufnehmen und generell, dass es funktioniert mit dem Spielen, weil ja, ich habe einen Jailbreak und da muss ich schauen, ob das dann nicht laggt oder so. Und vor allem, wenn du es aufnimmst. Alter, was ist jetzt los mit meiner Stimme, Alter? So, jetzt geht's wieder. Ja, wenn ich das aufnehme, ob das dann nicht laggt, weil, ja, so der beste Prozessor ist iPhone 5 jetzt auch nicht. 5S hat noch einen besseren Prozessor. Und das dann nicht mit dem, ich sag's jetzt nicht, kleines Spacko-Kind da. Das dann nicht mehr immer. Und, ja. Ich bin neugierig, ob das so kommen wird mit dem Display-Recorder. Bin echt neugierig. Und
Ich hoffe, dass ich aufnehmen kann, weil sonst hat es mir echt eingeschissen. Ich habe heute eh schon gedacht, hoffentlich hängt sie mal, oder hoffentlich muss ich mein Handy nicht zurücksetzen, Alter. Ich habe so einen Bug gehabt, das war ein Cydia-Tweak, das war für ein Lockscreen, das hat Changer geheißen, Chainfover, Changer, keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall, du hast einen anderen Lockscreen gehabt und dann wollte es der Passwort eingeben und das ist halt mal gegangen. Alter, ich habe schon so ein Tausend geschissen, ich habe es ungefähr 5 Mal gebootet, Alter. Dann habe ich es ausgeschalten und alles probiert. Dann habe ich irgendwelche Tasten gedrückt, Alter. So, ah, genau, ich bin lange auf dem Home-Button oben geblieben, dann ist ausschalten gekommen, habe Home-Button gedrückt, dann war ich wieder im Menü drin, Alter. Sofort in Süd rein und das wieder gelöscht. Ich habe schon gedacht, scheiße, Mann, dann, Alter, wenn das jetzt dann nicht mehr, wenn ich nicht mehr reinkomme ins Handy, Alter, dann kann ich wieder zurücksetzen, die kann nicht mehr aufnehmen. Alter, dann wäre ich durchdraht. Weil dann verlangt ja iTunes von mir, dass ich die neueste Version update. Und dann hat es mir richtig eingeschissen, weil seit iOS 7 kann man nicht mehr downgraden. Und das ist dann richtig kacke. Aber heute eben halt gedacht, scheiße, Alter, was soll ich jetzt machen? Aber wir einfach nur so herumdauern und dann ist es gegangen. Deswegen, Leute, lasst euch SP Settings, sorry, das kann euch auch viel helfen. Das hat mir mal auch geholfen. Da habe ich irgendeinen Scheiß auch gemacht und dann habe ich SP Settings in so einen Recover Mode oder irgend sowas habe ich gedruckt und dann ist es wieder normal gegangen. Auf jeden Fall, passt auf mit den Jailbreak Sachen, es kann leicht was passieren und vor allem, wenn ihr YouTube-Videos macht und dann ganz oder über iTunes Druck setzen müsst und dann die neue Version habt, dann hat es euch eingeschissen und passt auf jeden Fall auf. Deswegen habe ich eigentlich nur zum Großteil Display-Rekorde. Ich habe mir heute zu so der Winterboard runtergeladen und wie heißt Vortex? Design schaut richtig geil aus, aber es saugt so viel Akku, Alter, das ist unglaublich. Und deswegen habe ich es wieder aufgetan und es hat die ganze Zeit respringt, weil es in Exit Safe Mode war und jetzt geht es wieder. Ich habe das alles gelöscht und jetzt geht es wieder. Jetzt habe ich nochmal Display Recorder und Fancy haben. Fancy, du kannst ja die Notification Control Center, das alles die Farbe an Keyboard, Alter, ich rede gar nicht mehr über das Thema, hey. Alter, jetzt hätte ich schon wieder fast vergessen, aber jetzt sehe ich es gerade. Leute, ich habe ein Dings gemacht, eine Gameplay-Einsendung, wenn es auf über uns geht, oder es ist auch in der Videobeschreibung, steht Gameplay-Einsendung, du kannst mal Gameplay schicken, das Formular, braucht sich nur anschauen und ausfüllen, und da brauche ich nichts weiteres mehr dazu sagen. Und ja, ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Bin stolz drüber auf jeden Fall. Wenn es Gameplay habt für mich und ihr wollt, dass ich es nehme, füllt es also aus. Es muss HD sein, sonst werde ich es nicht nehmen. Und ja, schaut bei Twitter und bei Ringe bei mir vorbei. Lasst eine Bewertung da und einen Kommentar natürlich auch. Und ja, das nächste Video wird, glaube ich, Geometrie Dash oder sonst noch Modern Combat 4. Ich muss schauen, wie es ausgeht. Auf jeden Fall, ich bin raus, Leute. Ciao.